Und zu diesem Thema darf ich herzlich bei mir im Studio begrüßen die Anwältin von Josef Ritzl, Astrid Wagner. Schön, dass Sie da sind. Gerne, guten Abend. Frau Wagner, Sie haben ja damit gerechnet, dass die Entscheidung kommt. Sie hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber jetzt ist es soweit. Josef Ritzl wird tatsächlich in den Normalvollzug verlegt. Vielleicht gleich die erste Frage, wie war denn Ritzls Reaktion darauf? Leider weiß ich nicht Bescheid. Er dürfte mich heute angerufen haben. Ich habe es auf meinem Handy-Display gesehen, ein Anruf aus der Justizanstalt. Er hat mich leider nicht erreicht. Ich werde ihn morgen besuchen, aber ich gehe davon aus, dass er natürlich sehr zufrieden sein wird, weil ja genau das eingetreten ist, was wir uns erhofft haben und was für mich auch klar war, dass eintreffen wird, nachdem die Gutachterin ja ganz klar vor circa 2 Wochen eben festgestellt hat, dass er eben nicht mehr gefährlich ist. Also er wurde auch davon inzwischen schon informiert. Ich gehe davon aus, aber ehrlich gesagt eher wahrscheinlich durch die Medien, ja, ob er jetzt den Beschluss erhalten hat, weil er wieder der Beschluss wieder zu meinen Händen zugesteckt, genau, und nicht zu seinen Händen. Das heißt, falls er den Fernseher heute nicht aufgedreht haben sollte oder das Radio, dann kann es durchaus sein, dass er dann morgen eben überrascht sein wird. Aber nachdem er angerufen hat, dürfte er wahrscheinlich etwas vernommen haben. Es wird ihm wohl jemand davon berichtet haben. Auf jeden Fall für ihn eine gute Nachricht. Jetzt heißt es aber, es ist noch nicht rechtskräftig. Was bedeutet das? Kann da noch irgendwas passieren? Also meines Erachtens kann nichts mehr passieren, weil der Beschluss an Eindeutigkeit jetzt wirklich nicht mehr zu übertreffen ist. Ja, es hat ja eine ungewöhnlich lange Verhandlung gegeben. Die Sachverständige hat ganz genau erklärt, jede Frage beantwortet, warum er eben nicht mehr gefährlich ist. Ja, das hat ja fast 2 Stunden gedauert. Ja, also der Beschluss ist sehr ausführlich auch begründet. Ja, theoretisch hat natürlich die Staatsanwaltschaft auch jetzt die Möglichkeit eines Rechtsmittels gegen diesen Beschluss, 14 Tage. Also die Möglichkeit gibt es, aber Sie rechnen nicht damit. Jetzt heißt es, kann ich jetzt auch nur den Medien entnehmen, es ist wahrscheinlich, er kommt in die Justizanstalten Tulnerbach oder Suben. Stimmt das so? Das sind Gerüchte, die kann ich nicht bestätigen. Tatsache ist natürlich, er wird in den Normalvollzug kommen. Die Justiz hat entsprechende Fürsorgepflichten. Sie muss ihn dort unterbringen, wo es eben maßgeschneidert ist auf seine Bedürfnisse. Und er ist nun mal schon sehr betagt, er ist natürlich dann besonders schutzbedürftig, er ist auch körperlich gebrechlich, er darf nicht stürzen, er ist mit dem Rollator unterwegs, naja, auch natürlich die Demenzerkrankung, das heißt, so ganz einfach im Normalvollzug wird wohl schwierig sein, es ist aber durchaus auch möglich, dass er in Stein bleibt und da in der Krankenabteilung bis auf Weiteres untergebracht wird. Hat er diesbezüglich schon in Vorgesprächen irgendwelche Wünsche geäußert? Naja, wie gesagt, er rechnet eher damit, dass er in Stein bleiben wird. Ich glaube auch, dass er lieber in Stein bleiben würde. Das hat natürlich mit dem Alter zu tun, ja, weil es halt jetzt schwierig ist, in diesem Alter dann noch einmal sozusagen zu übersiedeln. Wobei bei der endgültigen Entlassung ist ja dann wieder was anderes, aber in eine andere Justizanstalt glaube ich das wieder nicht so gern sehen. Das Einzige, was er mir mal gesagt hat, ich habe mit ihm gesprochen über beispielsweise Justizanstalt Dulnerbach, dass da eben vornehmlich ältere Insassen eben zugegen sind. Da hat er dann gleich gemeint, naja, er würde schon gern mit auch Jüngeren zusammen sein. Er will nicht nur mit ganz alten Menschen zusammen sein. Das hat er halt einmal so geäußert. Sie haben also, wie würde sich jetzt dann oder wie wird sich dann sein Leben, wie lange wird es einmal dauern, bis diese Verlegung tatsächlich stattfindet und wie wird sich dann, wenn er in Stein bleibt, das Leben und der Alltag für ihn ändern? Naja, ich rechne damit, dass es relativ schnell gehen wird, nach Rechtskraft, ja, weil wie gesagt, es ist ja diesen Anordnungen Folge zu leisten. Es ist Sache des Ministeriums, sozusagen nicht das Gericht, sondern hier ist das tatsächlich das Justizministerium zuständig, die geeignete Einrichtung eben hier zu finden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird, aber wie gesagt, die 14 Tage, glaube ich, wird man auf jeden Fall noch abwarten. Aber wie wird sich dann sein Alltag verändern? Naja, nicht so gravierend, andererseits wiederum, wie man vermeint, weil Gefängnis ist trotzdem Gefängnis. Ja. Es ist eine Beschränkung der Freiheit. Er wird eine andere Therapieform eben jetzt haben, weil ja die Gefährlichkeit jetzt nicht mehr bekämpft werden muss. Ja. Aber er wird sozusagen weiterhin, nehme ich an, in Einzelhaft sein
Und im Haftalltag wird sich nicht viel ändern. Aber natürlich durch diesen Wegfall der Maßnahme ändert sich schon sehr, sehr viel. Nicht? Weil er jetzt dann natürlich die Möglichkeit haben wird, überhaupt dann die bedingte Entlassung überhaupt aus der Haft sozusagen, also dass er gänzlich entlassen wird. Dazu sind natürlich Vollzugslockerungen eben hier bis hin zu begleiteten Ausgängen einmal anzudenken. Und das wird sich schon für ihn ändern, ja? Weil das ist ja jetzt völlig ausgeschlossen gewesen, dass er solche Vollzugslockerungen erhält. Mhm. Und diese Vollzugslockerungen rücken jetzt in greifbare Nähe. Es hat aber jetzt in der Entscheidung von diesem drei Richterinnen Senat geheißen, dass eine völlige Freilassung nicht möglich ist, nicht vorgesehen ist. Naja, zum derzeitigen Zeitpunkt wird das so gesehen. Ich muss dazu sagen, ich werde das schon noch einer Überprüfung unterziehen, insofern, weil ich schon sagen muss, das Gutachten ist eindeutig. Ja? Also das Gutachten sagt, er ist nicht mehr gefährlich, und damit ist natürlich auch spezialpräventiv die weitere Anhaltung in der Haft nicht erforderlich. Ja? Aber man muss dazu sagen, so ein Beschluss ist in diese Richtung natürlich niemals endgültig, ja, weil ein Strafgefangener immer die Möglichkeit hat, ja, entsprechend anzusuchen. Ja. Ich meine halt, dass schon eine gewisse Vorbereitung erforderlich ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es würde jetzt schon schwierig sein, sozusagen, muss man jetzt ehrlich sein, von heute auf morgen den Herrn Fritzl zu entlassen, wäre wohl schwierig. Es bedarf entsprechender Vorbereitungen, eben Vollzugslockerungen, Sozialtraining, begleitende Ausgänge. Und diese Möglichkeiten hat er jetzt eben. Und da werde ich jetzt eben ansetzen. Und wenn er dann entsprechende Vollzugslockerungen erhalten hat und sich bewährt hat und bei den Ausgängen alles in Ordnung war, dann wird wohl auch eine bedingte Entlassung überhaupt aus der Freiheitsstrafe möglich sein. Das Gericht hat es ein bisschen unglücklich begründet, muss man sagen. Ja, weil, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es eher aufgrund der fehlenden Vorbereitung meines Erachtens verfrüht. Ja. Aber von seiner Persönlichkeit her erfüllt er die Voraussetzungen für eine Entlassung aus der Strafhaft. Apropos Freigänge, das ist jetzt dann möglich, war es bisher nicht. So ist es, ja. Weil als gefährlicher Straftäter gibt es natürlich keine Freigänge. Aber er ist nunmehr kein gefährlicher Straftäter. Wie kann man sich so einen solchen Freigang vorstellen? Naja, das ist jetzt nicht so großartig. Das ist meistens nur eine Stunde oder zwei Stunden in Begleitung eines Sozialarbeiters. Ja. Also ist es nicht so, dass er... Wobei, in weiterer Folge natürlich werden die immer länger. Das geht dann bis zu Ausflügen nach Wien. Ja, das... Wie gesagt, aber grundsätzlich immer begleitet einmal, irgendwann werden sie unbegleitend. Also das ist ein relativ komplexes Thema, da gibt es richtige Pläne eben, wie man jemanden dann einmal auf die Freiheit vorbereiten kann, weil man muss sich vorstellen, wenn man so viele Jahre in Haft war, nicht, man verlernt ja alles und man weiß ja, wie die technologische Entwicklung war und noch dazu das fortgeschrittene Alter vom Herrn Fritzl. Ich mein, also unbegleitet wird ja wahrscheinlich gar nicht möglich. Nein, à la longue dann schon vielleicht, nicht, aber am Anfang auf keinen Fall, nicht. Weil der kann ja nicht einmal mit einem Handy-Display umgehen. Ne? Ja, oder mit Karte zahlen. Also im Kaffeehaus könnte man Josef Fritzl dann antreffen? Möglicherweise, ja. Aber wie gesagt, eher dann wahrscheinlich in der Umgebung der Justizanstalt Stein einmal zunächst. Ne? Glauben Sie, man wird sich wirklich auch trauen, diesen Schritt zu gehen, jetzt in Bezug auf die große Medienaufmerksamkeit, die dieser Fall ja auch weltweit auf sich gezogen hat? Er wurde ja bezeichnet mit allen möglichen Ausdrücken, unter anderem eben als eben der Inzesttäter von Amstetten. Das war noch das Harmloseste. Befürchten Sie nicht, dass es da einen Aufschrei geben könnte der Öffentlichkeit, dass ein Mann, der doch so eine schwerwiegende Tat vollbracht hat, der die eigene Tochter jahrelang eingesperrt, länger als er selber im Gefängnis gewesen ist, die Kinder in Gefangenschaft geboren, eins davon gestorben, dass er dann trotzdem jetzt tatsächlich freikommt? Ja, also zunächst einmal die Länge, wie lange jemand sozusagen jemand gefangen gehalten hat und selber in Strafe, das ist bitte jetzt überhaupt kein Kriterium. Nein, nein, ja? Ich sage ja, wie die Öffentlichkeit das sieht. Das ist jetzt absolut nicht juristisch natürlich fundiert. Es ist eben nicht juristisch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher schon die Erfahrung gemacht mit der Justiz, dass man so nicht den Zuruf der Öffentlichkeit befolgt, sondern es ist schon so, vor dem Gesetz sind nun mal alle gleich und ich gehe schon davon aus, dass von den gesetzlichen Voraussetzungen
können, dass geprüft werden wird. Spezialpräventive Erwägungen, ist er noch gefährlich, wie ist er gereift? Er ist ja gereift, er hat auch lange Therapie gemacht, dass das die Kriterien sein werden. Und ich glaube nicht, dass ich einen Beschluss eines Tages lesen werde, wo drin steht, na ja, weil die Öffentlichkeit so aufgebracht ist, können wir halt leider jetzt das Gesetz diesmal nicht so befolgen wie sonst. Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass eben vor dem Gesetz nach wie vor alle gleich sind. Also ich werde zumindest mich dafür einsetzen und glaube ich eben nicht, dass das ein Kriterium sein wird. Nicht. Na, ich muss solche kritischen Fragen natürlich schon stellen, weil das die Menschen interessiert und viele natürlich sagen, was ist überhaupt los heutzutage? Menschen vollbringen die schlimmsten Taten, kommen dann schlussendlich doch frei. Was wirft das oder was macht das auch mit der Moral der Menschen und mit der Einstellung, gerade jetzt, wo wir doch sehr viel Kriminalität haben, auch bei Menschen, die nach Österreich kommen? Naja, da habe ich schon so meine Auffassung, gell? Also meine langjährige Erfahrung als Strafverteidigerin sagt, dass sozusagen Gewalt immer nur neue Gewalt erzeugt. Ja. Ich habe halt da noch einen, ich meine, ich bin auch so erzogen worden, auch im Gedanken der Barmherzigkeit. Ja. Ich glaube ganz einfach, dass ein Mensch, der bereut, der Buße tut, dass der ganz einfach eine neue Chance verdient hat. Ja. Das ist ein sehr unmoderner Gedanke, ich weiß, wir leben eher im Zeitalter. Gewalt muss noch einmal bisschen hin die Weltpolitik, also es muss immer Rache ausgeübt werden. Aber ich glaube, dass das ein bisschen ein Holzweg ist. Nicht? Ich glaube, dieser Mensch hat ganz einfach wirklich gebüßt, er hat sehr bereut. Ich möchte nicht die Albträume von ihm erleben, die er erlebt hat, nächtens, wenn er an sein Verbrechen denkt. Er hat gebüßt und wenn die gesetzlichen Möglichkeiten da sind, dann hat er eben ganz einfach auch das Recht, ja, dass er bedingt entlassen wird. Und was ist mit den Albträumen seiner Tochter, die dann davon erfährt? Ja, Sie schon, aber noch einmal, ich sage, dass man Gewalt und nicht mit Gewalt begegnen darf. Also ich glaube nicht Auge und Auge, Zahn um Zahn. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, wie gesagt, noch einmal, das ist auch wiederum ganz was anderes. Ich wage es nicht, hier sozusagen auf ein Opfer einzugehen. Es geht ja um die Öffentlichkeit, die sich da teilweise schon ein bisschen künstlich empört. Ja, weil wenn jemand selbst betroffen ist von einem Verbrechen, hat er alles Recht der Welt, einen Täter zu hassen. Wobei ich jeden wünsche, dass er auch das wieder überwindet. Ja, weil ich glaube ganz einfach, dass es wichtig ist, so etwas zu überwinden, dass man selber aus dieser Spirale herauskommt. Aber die Öffentlichkeit, die halt leider oder die nichts zu tun hat mit dem ganzen Verbrechen, hat meines Erachtens nicht das Recht. Oder man sollte doch in sich gehen und sich Fragen stellen, warum man einen Menschen so hassen muss. Ja, ob das nicht doch auch Rückschlüsse zulässt auf einen selber. Aber noch einmal, ein Opfer, keine Frage. Aber man hört ja von den Opfern gar nichts. Man hört ja immer nur von Zeitgenossen mit erhobenem Zeigefinger, die glauben, sie müssen hier die Moralaposteln spielen, obwohl sie eigentlich so selbsternannte Rächer spielen. Ich glaube auch nicht, dass es im Sinne der Opfer ist. Ich glaube, man sollte die Opfer wirklich einmal außen vor lassen und nicht immer wieder da hineinziehen. Weil ich glaube, diese Menschen wollen wirklich ihre Ruhe. Die sind Gott sei Dank ohnehin in der Anonymität, auch, ja. Was sehr gut ist. Aber dennoch werden sie natürlich davon das mitbekommen. Letzte Frage jetzt auch noch. Josef Fritzl selbst, hat der nicht auch ein bisschen Angst, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen? Wird er sich tatsächlich auch trauen, hinauszugehen und dann konfrontiert werden mit Reaktionen? Naja, das ist das Interessante. Ich muss dazu sagen, er hat überhaupt keine Angst. Das ist ein bisschen natürlich ein Teil seines wahnhaften Erlebens der Realität. Nicht? Er hat ja immer schon eine gewisse Realitätsverzerrung gehabt. Ich glaube auch, dass diese ganzen Straftaten gar nicht möglich gewesen wären, ohne diese Persönlichkeitsstörung, die ja damals diagnostiziert wurde. Und die ist natürlich immer noch da in dieser Form, wenngleich er jetzt nicht mehr gefährlich ist. Aber er hat tatsächlich den Gedanken, ich muss es ganz offen sagen, dass er sehr beliebt ist oder durchaus beliebt ist. Ja, er dreht den Fernseher auf und hat den Eindruck, dass teilweise eben zugewunken wird. Also er glaubt, dass er wieder Freunde finden wird und dass er sich sehr gut in der Realität zurechtfinden wird. Da möchte ich nur kurz einhaken. Er soll ja Fanpost bekommen haben. Naja, das ist aber schon eine Zeit lang zurück, das muss man schon sagen. Er hat vor allem am Anfang sehr viel Fanpost bekommen, was aber auch für ihn spricht. Also es haben ihn Frauen geschrieben, ja, aber er hatte kein Interesse. Nicht? Er hat dann gemeint, also er wird jetzt sehr lange in Haft sein und hat beispielsweise einer Frau, die sich offensichtlich verliebt hatte, geschrieben, du, das hat keinen Sinn, ich werde sehr lange in Haft sein. Außerdem hat sie so eine unleserliche Handschrift gehabt, hat er noch gemeint und er hat das dann beendet. Ne? Mhm.
Ja. Das Kapitel ist abgeschlossen für ihn, hat er gemeint. Das Kapitel Frauen ist für ihn abgeschlossen. Mhm. Ja, mit 90. Natürlich. Dann danke vielmals, Frau Dr. Wagner, fürs Kommen. Und wir kommen zu einem nächsten anderen Thema.